Die Hellride ist nicht zu Ende. Aber es tut ja jetzt eh nichts mehr zur Sache, denn deine wirkliche Performance, die hast du ja schon abgegeben. Jetzt hast du wahrscheinlich deinen Kumpel da neben dir spielen lassen. Ja, da ich auch so viele Freunde habe, ne? So viele Freunde aus Japan. Ja. So, woher geht's? Gott, gut. Du bist ja über dem Zeitlimit. Ah ne, jetzt kommt das neue. 38,50. Boah, heiliger Bimbam, du. Jetzt ist aber Rush Hour. Gibt's eigentlich Crazy Buff? Crazy Taxi wäre auch mal eine coole Nummer, aber ich glaube, das passt nicht so ganz bei 10 Minutes, ne? Obwohl. Ja, doch, wieso nicht? Der Arcade-Modus, also dieser Modus, wo man da immer Zeit gut geschrieben bekommt, würde sich anbieten. Ja. Guck mal auch du, wie lange läuft jetzt die zweite Runde? Ja, bis 38,50. Hast du nee, Zeit? Nee, wie lange wir jetzt die zweite Runde hier schon haben? Scheiße. Ich glaube, wir haben jetzt ca. 8 Minuten aufgenommen. Also insgesamt aufgenommen haben wir 14. Achso. Ja, diese Runde zählt ja nicht mehr. Das ja, man kann es ja trotzdem hochladen, damit die Leute mal ja, was hier sehen. Mensch. Ja, das habe ich auch gar nicht abgestritten, aber deine richtige Runde, die hast du schon in den Sand gesetzt, Freundchen. Aber ich bin beeindruckt. Muss man die ja lassen. Ja, ich kann Fuß fahren. Du kannst mein Spiel besser als ich. Das heißt, das ist dein Spiel, ich hab dir das Spiel mal genannt. Ja, du hast mir auch nie die Controller-Funktion gesagt. Klar hab ich dir die gesagt im Stream, du Eimer. Hey, du Arschloch! Boah, ja, hast du das gesehen? 5 Punkte Abzug? Ey, was, du hast so den Lehrer auf Very Easy stehen oder so. Ey! Oh. Ey, du hast das Spiel vorbereitet extra. Ja, hab's in der ersten Runde gesehen. Ja, das macht die ganze Sache umso besser. Ey, da bin ich die dumme Sau ab und ich muss in den Eisenstein kriegen, dafür Punkte abgezogen, ey. War bestimmt so ein Heufarmer mit seinem Laster. Mit seinem Pickup-Truck. Er kennt alle Stages auswendig, hat die 3 Wochen ohne zu schlafen geübt. Ja, guck mal, was da unten rechts unauffällig im Blau steht, du Eimer. Warum war mich jetzt nicht umdachten? Ich meinte jetzt auch nicht wegen dem Tempolimit, sondern allgemein. Ey, Alter! Ey, Alter! Boah! Was wird denn das für Arschgeigen, ey? Können die Japaner kein Auto fahren? Dann geht die von eben auf der falschen Seite, also nee, können sie nicht. Mann, ey! Du fährst 51! Ach, du hast doch da Toleranz! In die Auto gefahren? Hast doch fast 10% Toleranz, ungefähr 10% Toleranz auf dem Tacho. Warum fahre ich auch immer mit dem Tacho, Tacho 60 in der Stadt? Ich hoffe, wir haben keine Polizei. Was ist denn nur los hier? Ich halte doch! Hast du auch die Türen geöffnet oder geht das automatisch? Nein, automatisch. Ah, okay. Hä? Hast du zu lange gewartet? Nee, guck mal, es ist ja noch Zeit hier, 4 Minuten. Oh, da sind Hans Hubert und seine Frau, die gerade einsteigen. Ja, die ganze Touris. Nächster Stopp, die Hölle. Ja, hier sieht das Spiel, das ist der absolute Terror. Das sieht jetzt total einfach aus, aber wenn man das zum ersten Mal spielt, ihr wisst nicht, was vor sich ist. Das macht das Spiel großartig. Absolut kultverdächtig. Das macht es zu einem der besten Dreamcast-exklusiven Spiele überhaupt. Vergesst Shenmue, vergesst Sonic Adventure. Vergiss Exklusivtitel, es gibt eine Umsetzung für die PS2. Shenmue 1 wurde aber nie umgesetzt. Ich meine Dreamcast, also hier Tobi Paschke. Und Sonic Adventure gibt's auf GameCube. Ja. Oh ja.
Was heißt denn? Ich meine auch Exklusivtitel, Mensch. Das hier ist doch immer noch einer. Nee, wie gesagt, ich habe eine PS2-Umsetzung. Von Tokyo Basket? Ja! Wieso 8? Ja! Oh, ich bin. Ja! Wow! Ich war 4 Sekunden zu langsam. Ja, toll. Jetzt wirst du erschossen von der, von den Triaden. Nicht die Yakuza in Japan? Die Yakuza sind doch in Japan. Die Triaden sind doch in China. Ja, whatever the hell that is. Wow! Guess ich. Die Yakuza! Get to the bus! Get to the chopper! Get into the tunnel! So. Wo bin ich Godzilla? In Amerika. Was macht der so? Der versucht, Jean Reno zu zertreten. Ich dachte, er, der frisst Roland Emmerich. Könnte er auch mal tun. Ja, der bisher Universal Soldier nur kacke gemacht. Und Stargate, nicht Stargate. Bleib stehen, du auch noch einen LKW! Ah, du wirst von einem blauen Golf überholt. Ich war mit dem Bus, als wir das hier haben. Jetzt rammen den aus dem Verkehr, Mensch. Und den Rambo. Spielst auch nicht Metal Gear, ne? Oh, ein deutsches Halten-Verboten-Schild. So, jetzt kommen wir, glaube ich, auf so eine Art Highway. Könnte auch ein Freeway sein. Könnte auch eine Schnellstraße sein. I'm on the highway. Ich werd doch nicht mitten auf der Straße stehen, Junge, jo! Das sind jetzt 56 schon alt! Fährst gerade 8. Ja, guck dir doch mal ein Video. Jetzt bin ich also werd ich wahrscheinlich bestraft fürs Langsamfahren. Verkehrsbehinderung. Das ist so ein Gott. Jetzt kommen doch noch so viele Arschgeigen, jo! Jetzt wechsel auf die andere Spur und überhol den verdammt. Splinke doch, jetzt lässt er mich wirklich drin, jo. So, jetzt, jo, jetzt geb ich mal Gas, jo! Wieso ist jetzt? Was ist nu? Durchgezogene Linie oder nicht was? Überholt, es wurde überholt. Wahrscheinlich eine durchgezogene Linie oder so eine Kacke. Ja, zieh mal eine klare Linie da. Mann. Oh, guck mal da hinten, der Tokio Hafen. Geht's da hin? Oh, guck mal, da vorne ist eine S-Bahn oder so. Ja, Monorail. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch 15 Minuten oder so, Leute. Ja. Wahrscheinlich ist das hier eine Computer-Demo und du fährst gar nicht selber. Du musst mir jetzt einfach vertrauen, dich in deine selber fahren. Wie in Gottes Namen sollte ich dir noch vertrauen, ey, nach deinen technischen Pannen, die du mir geleistet hast. Das war nicht meine Schuld. Das sind jetzt... Nee. Die Geräte haben sich von alleine so scheiße angeschlossen. Die haben sich von alleine auf 60 Hertz gestellt, obwohl das Spiel in 50 läuft. Wie geht ja auch auf 60 Hertz? Kann ich wissen, dass der Spieler nicht um 60 hat, Leute? Wenn keine Auswahl am Anfang da ist, nicht. Ist ja immer Ballspielmeister. Ich will da 55. Das war's. Wir spielen das jetzt noch so lange, bis ich tot bin. Oder bis der Bus explodiert. Weil du so langsam fährst. Ne? Du bist ja auch schon mal angehalten. Wahrscheinlich baut erst noch einer die Bombe. Bestimmt Hans Hubert, der vorhin eingestiegen ist. Guck mal, rechts ist ein Cage, ey. Hölle in der Zölle. Ja. Gerade ausfahren, das ist gut, ey. Das kriegst sogar du noch hin. Ja. Bis dahin bin ich nie gekommen. Da gibt's nichts zu. Okay, na gut, mein erster Versuch war ja auch nicht gerade der. Dein erster Versuch ist der zählt. Der wird bei 10 Minutes or Die hochgeladen. Die anderen sind dann halt irgendwelche Bonus-Videos. Das könnte schon fast ein Walkspiel hier werden, ne? Jo, bist du auf den Strecken fahren. Ich habe ja bisher nur zwei. Beziehungsweise einen habe ich in zwei Varianten. Die anderen muss man wahrscheinlich im Story-Modus freischalten. Ja, das Spiel hat einen Story-Modus. Den wir aber nicht verstanden. Weil die Japaner so schlecht Deutsch sprechen. Echt schlimm. Boah, du fährst die ganze Zeit 50 in der 40er zu. Nee, das ist gerade eben erst eine 40er-Zone geworden. Wenn du das Video spulst, dann siehst du. Die Grenze wird wahrscheinlich immer noch weiter nach vorne gezogen. Spul mal zurück, dann siehst du es irgendwie. Ja. Alter, scheiß Kurven vorne hier. Weil diese eckigen Kurven, ey.
Dann war mehr Pixel der Loot gewesen. Das erinnert mich an Formel 1 World Grand Prix auf dem N64. Da waren die Kurven auch so eckig. Wo soll ich jetzt N64 noch einbauen? Können wir einfach ein World Grand Prix spielen? Das könnte ich auch aufnehmen. Zumindest den ersten Teil habe ich. Ich hab eine Dreamcast-Version. Da geht einen aber ab. Aber jetzt kommst du hier ins Industrieviertel, wa? Industrieviertel, warum? Wahrscheinlich, weil ich über die Linie bin. Weil du auf der Linie weitergefahren bist. Dann soll ich machen, ich will nicht gegen die Wand fahren, dann ist gleich Eierarm. Dann ist Eierarm. Wahrscheinlich war das Verkehrsbehinderung gemacht. Ich würde nur auf der Straße fahren. Quatsch.